5 Jahre Baustelle, 600 Millionen Euro. Seit Anfang des Jahres ist das Parlament fertig saniert. Daran beteiligt ein Oberösterreicher, Johannes Aigner und sein 25-köpfiges Team. Ihre Arbeit reicht von Sanitäranlagen bis zu historischen Figuren. Man muss sich vorstellen, wir haben ungefähr 2200 Tonnen Naturstein an die Baustelle angeliefert und dort in unserem Werk verarbeitet und vor Ort verlegt. Für seine Arbeit erhält der Strohheimer den Handwerkspreis der Wirtschaftskammer Oberösterreich. So wie die Keramikerin Nicole Baumberger. Sie hat für den Koch Dominik Lobentanzer einen speziellen Teller designt. Es ist so, dass der Dominik, das ist eben der Haubenkoch, ist letztes Jahr im Herbst auf mich zugekommen mit einem neuen Teller für ein ganz spezielles Gericht. Und ich habe dann sofort, sind gleich einmal die Ideen gekommen, habe ich mir gedacht, da mache ich ein Projekt draus. Die Teller sind mittlerweile schon fest in Verwendung im Restaurant beim Dominik. Seit knapp 3 Jahrzehnten zeichnen die Wirtschaftskammer und die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich Handwerksprojekte aus. Wir glauben, dass es noch nicht den Stellenwert hat, den es verdient. Wir wissen es anhand von Zahlen. Die heimischen Handwerksbetriebe sind das Rückgrat der Wirtschaft in Oberösterreich. Und daher müssen wir genau in diesem Bereich unsere Unternehmerinnen und Unternehmer bestmöglich unterstützen. Also es gibt sozusagen viele. Nichts ist so wie das Handwerk, das ist eigentlich Tradition und Zukunft vereint. Und wenn man sich die heutigen Preisträger ansieht, dann sind das ganz maßgebliche Innovationstreiber für die Region. Keinen Preis, dafür einen Titel, nimmt er mit nach Hause. Gabriel Schwarzmann darf sich jetzt Meister nennen. Ich habe das Glück gehabt, alle Module mit Auszeichnung zu bestehen. Und ja, freue mich recht, dass ich einer der wenigen sein darf, der das Handwerk des Instrumentenbauers jetzt auch weiterführen darf. Ich habe Holztechnik und Holztechnologie studiert und habe dann einfach den Schritt gewagt und habe gesagt, jetzt möchte ich mit dem Wissen, dem theoretischen Wissen auch ins Handwerk gehen und möchte die Harfe und Instrumente bauen. Und auch bei den Bäcker- und Konditormeistern gibt es einen Neuzugang. Ich habe zuerst Matura gemacht, habe dann ein Studium begonnen und es war immer im Hintergrund schon das Handwerk, dass ich das noch gerne machen möchte. Habe das Studium dann abgebrochen und habe mich dann für eine Lehre entschieden. Ja, das Interesse ist eigentlich in der Kindheit schon geweckt worden, weil meine Mama einfach, wenn Besuch gekommen ist, gern Kuchen backen hat. Im Vorjahr zählt die Sparte Handwerk über 800.000 Beschäftigte. Ein Rekord. Trotzdem bleibt der Personalbedarf hoch. Uns fehlen einfach die Köpfe in Summe. Das heißt, die demografische Entwicklung hat hier einfach Auswirkungen in allen Bereichen. Das heißt, wir können noch genug Nachwuchs in den unterschiedlichsten Bereichen brauchen. 500 Oberösterreicher absolvierten heuer die Meister- bzw. eine Befähigungsprüfung. Damit ist schon ein Anfang getan.